Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du mit der Angst vor blöden Kommentaren im Unterricht umgehst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir darüber, wie du mit der Angst vor negativen Kommentaren umgehst. Das ist immer wieder eine Thematik, die ich entweder seitens unserer Coaching-Teilnehmer auf Instagram oder auch hier in den YouTube-Kommentaren immer wieder lese. Und zwar, dass viele von euch eigentlich schon wissen, ja, wie sie sich im Unterricht melden oder was sie sagen wollen, aber dass immer ein bisschen diese Angst da ist, oh, was denken jetzt andere über mich? Ja, und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, ob du jetzt sonderlich gut oder schlecht in dem Fach bist. Klar, wenn du schlechter bist, hast du vielleicht noch mal ein bisschen mehr irgendwie Unsicherheit, auch was Falsches zu sagen. Aber ich kann euch zum Beispiel auch von einer Teilnehmerin bei uns im Coaching-Programm erzählen, die ist super gut. Ja, die schreibt einen konstanten 1,0-Schnitt und auch sie hat Angst, dass selbst wenn sie was komplett Richtiges sagt, dass dann vielleicht trotzdem Leute was Negatives sagen. Vielleicht gerade, weil es so gut ist. Ja, das heißt, das betrifft hier wirklich jeden, der sich einfach ein bisschen unsicher ist. Ja, und was ich euch da, was wirklich vorneweg einfach das Allerwichtigste zu verstehen ist, egal was irgendeine andere Person über dich sagt, hat nie etwas mit dir selbst zu tun. Weil grundsätzlich ist das, was du sagst, erstmal nur eine Sache, die gesagt worden ist. Ja, das heißt, schon in dem Moment, wo eigentlich der Satz, das Wort, wie auch immer, deinen Mund verlassen hat, ist es nicht mehr Teil von dir. Ja, das jetzt mal aus einer Metaperspektive betrachtet. Und egal, wie dann eine andere Person darauf reagiert, ist vielmehr einfach ein Zeugnis davon, wie die Person ist, anstatt wie du selbst bist. Weil, ganz ehrlich, schau es dir doch mal bei dir selbst an. Ja, es ist ja auch nicht so, das ist mir da auch ganz, ganz wichtig, dass du irgendwie besser bist als die Menschen, die irgendwie mal einen blöden Kommentar über dich lassen. Ja, schau es mal bei dir selbst an. Es gibt ein paar Dinge oder die meisten Dinge in dieser Welt und auch bei dir im Alltag, die sind dir vollkommen egal. Und dann gibt es ein paar wenige Dinge, auf die reagierst du immer extrem emotional. Entweder sehr positiv emotional oder sehr negativ emotional. Ja? Und gleichzeitig gibt es genauso Menschen, die auf die gleichen Dinge, auf die du zum Beispiel total negativ emotional achtest, zum Beispiel auf Ordnung. Ja? Wenn du zum Beispiel jemand bist, dem ist Ordnung einfach super, super wichtig, ja, und jemand ist bei dir daheim oder wie auch immer oder deine Eltern passen nicht richtig auf und das ist schmutzig, unordentlich und ich reg das total auf. Ja? Deinen Eltern oder die andere Person, die bei dir ist, ist das vielleicht vollkommen egal, aber du bist dabei total emotional involviert. Und das zeigt ja schon, dass die Sache grundsätzlich zum Beispiel unordentlich zu sein, jetzt weder gut noch schlecht ist, sondern unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich darauf. Genauso wie wenn du jetzt vielleicht im Unterricht was super Gutes sagst, ja, ist das vielleicht für den Lehrer erstmal positiv, aber in sich ist es weder gut noch schlecht, etwas Positives oder was Gutes im Unterricht zu sagen. Aber unterschiedliche Menschen, beispielsweise in dem Fall jetzt deine Mitschüler, reagieren unterschiedlich darauf. Ja, du findest es vielleicht total toll, wenn du was sehr Gutes gesagt hast. Den meisten anderen in deiner Klasse ist es vollkommen egal, was du gesagt hast. Und dann gibt es vielleicht so 3, 4 Leute, die ganz hinten sitzen und irgendwie so die ganze Zeit der Meinung sind, oh ja, lass da mal irgendwie was Bescheuertes dazu sagen. Ja, das heißt, daran merkst du, es ist weder die Sache an sich, noch du selbst, sondern eigentlich nur, wie die andere Person ist. Und sobald du das mal verstanden hast, das gilt ja genauso auch bei schlechten Sachen. Ja, du kannst ja auch in einem Fach total unsicher sein, die irgendwie was Schlechtes sagen und die meisten ist es egal, manche unterstützen dich vielleicht sogar, sagen so, hey, cool, dass du dich trotzdem getraut hast, dich zu melden, obwohl du dir da nicht ganz sicher warst. Und dann gibt es auch da wieder 3, 4 Leute, die im Unterricht vielleicht was Blödes sagen. Ja, das heißt, egal was du sagst, es ist nicht Teil von dir und vor allem, egal wie jemand darauf reagiert, zeugt eigentlich nur davon, wie sie sind und nicht wie du oder die Sache, die du gesagt hast, selbst ist. Und wenn du das einmal verstanden hast, ist es für dich wesentlich einfacher, das Ganze, sag ich mal, zu differenzieren. Ja, bei dir ist es dann eben nicht mehr so, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, oh mein Gott, wenn ich jetzt hier irgendwie was Falsches sage. Ja, das muss aus eurem Kopf raus. Es gibt nichts Falsches. Das Einzige, was es gibt, ist, dass andere Menschen das, was du sagst, unterschiedlich sehen. Und das Schöne ist, das wird immer so bleiben. Das wird immer so bleiben. Es wird immer Menschen geben, die das, was du tust, nicht gut finden. Ja, und du kannst das größte Vorbild der Welt sein, was weiß ich, du kannst Elon Musk sein, du kannst Gandhi sein, was auch immer. Es gibt so viele Leute, die auch diese Leute blöd finden. Ja, und das musst du verstehen. Das heißt, krieg diesen Gedanken aus deinem Kopf raus, dass du in deinem Leben irgendwie irgendwas so machen kannst, dass es für jeden in Ordnung ist. Jeder wird mit irgendwas immer ein Problem haben. Und selbst wenn du irgendwas komplett Bescheuertes machst, ist das in sich nicht mal schlimm, sondern es werden einfach nur mehr Menschen blöd finden. Aber das zeigt auch nur wieder, dass die Menschen damit irgendein emotionales Problem haben. Das bedeutet, es gibt eigentlich überhaupt gar keine Angst davor, dass blöde Kommentare kommen. Weil die werden, wenn du irgendwas in deinem Leben machst, ja, du kannst dich auch einfach in dein Zimmer einschließen und dann nie wieder rauskommen, dann sagt vielleicht niemand was Blödes zu dir, aber du wirst auch nicht viel von der Welt mitbekommen. Aber wenn du ein offenes Leben führen möchtest, ja, und irgendwie auch was machen willst in deinem Leben, dann wird das zwangsläufig ohnehin passieren. Und
dann zu sagen, okay, dann sage ich lieber gleich gar nichts, ist ungefähr so, als, was weiß ich, nicht aus niemals rauszugehen, weil es könnte ja mal regnen. So, wenn du immer mal wieder rausgehst, wirst du auch mal wieder einen Tag erwischen, wo es regnet. Ja? Aber das ist ja kein Grund, nicht rauszugehen. Und seid euch da bitte auch bewusst, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, so eine Thematik ist viel größer als nur die Thematik selbst. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt das Thema des heutigen Videos betrachtest, es ist viel mehr. Natürlich kannst du sagen, mein Gott, ob ich mich jetzt in der Schulstunde ein, zwei oder gar nicht melde, ist vollkommen egal. Ist es wahrscheinlich in Bezug auf dein ganzes Leben auch. Aber so wie du dich in der einen Situation verhältst, verhältst du dich ja auch in jeder anderen. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie später mal bei einem Job irgendwie mehr Aufgaben übernehmen willst, du musst mehr Verantwortung übernehmen, egal was es ist, du wirst dich auch da wieder zurückhalten, weil du könntest ja was falsch machen. Deswegen leg diese, wie soll ich sagen, diese Einstellung, diese Angst jetzt direkt ab, weil ansonsten wird sich das durch dein ganzes Leben ziehen und du wirst so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial, so viele Chancen einfach auslassen, die du eigentlich sehr gut hättest nutzen können. Deswegen krieg einfach diese Gedanken aus deinem Kopf raus, sei dir bewusst, das, was du sagst, hat nichts mit den anderen, nichts mit dir, mit gar nichts was zu tun und auch egal, was irgendjemand denkt, es spielt keine Rolle, weil das Wichtigste ist, dass du dich traust, dass du nach vorne gehst und dass du dein Leben lebst. Und wenn du das bestmöglich tun möchtest, dann komm sehr gerne zu uns ins Traumabitur-Coaching. Dafür kannst du dich einfach unten in der YouTube-Beschreibung im ersten Link bewerben oder auch im ersten angepinnten Kommentar. Ist erstmal die Bewerbung vollkommen kostenlos, unverbindlich. Das heißt, da wird mein Team einfach professionell dich beraten, schauen, wo sind so deine Probleme, wo möchtest du hin und wie können wir dir dann eben auch entsprechend weiterhelfen. Deswegen trag dich sehr, sehr gerne ein. Wir freuen uns auf dich und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.